Hier waren wir ja bereits. Ich wusste nur nicht, dass man hier durchgehen kann. Stirb. 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 Buff. Sieben Portale vor uns. Und wir haben den Eiswächter das zweite Mal bezwungen. So. Hoffen wir, dass nun eine weitere Tür offen steht. Steht eine weitere Tür offen? So, also für die Leute, die jetzt Angst haben, dass überhaupt kein Siedler mehr kommt oder so, das kann ich... Ah ne, hier war ich ja schon. Von hier komme ich ja... Ja, genau, von hier komme ich. Für die Leute, die Angst haben, dass überhaupt kein Siedler mehr kommt, denen sei gesagt, so ganz so leicht ist das ja nicht, ne? Also, meine Siedler-Let's Plays werdet ihr wohl nicht so leicht los. Wo bin ich? Ach so, ich bin ja wieder hier auf der Seite. Ich wollte gerade sagen, toll, die Türen sind hier auch alle offen, aber ich bin ja durch das Portal gegangen, auf der ich wieder... Mit dem ich wieder auf der anderen Seite rauskomme. Das heißt, hier ist gar nichts mit Tür offen und so. Aber was habe ich nicht alles bekommen jetzt eben? Ich habe eine Fackel bekommen, toll. Ob ich einen Fehler gemacht habe und das Spiel getötet habe oder so? Jetzt, weil das alles nicht ging? Naja. Mal sehen. Von hier komme ich ja. Das weiß ich ja. Von hier komme ich ja. Das ist ja der Ausgang des ersten. Genau. Es werden definitiv noch Siedler-Let's Plays kommen. Das werde ich jetzt mal erwähnen, während ich hier mit dem Fahrstuhl hochfahre. Die Siedler-Let's Plays sind noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch ein paar Missionen über. Genau. Und dann wieder runter mit dem Fahrstuhl. Genau. Wir haben noch ein paar Missionen zu erledigen. Ein paar Kampagnen, um das mal mit alten Worten zu sagen. Ja, ich höre hier immer auf irgendwelchen Ohren, höre ich hier immer irgendwelche Laute. Das ist aber gar nicht mal so schlimm. Das ist auch richtig so, sollen sie ruhig ihre Laute machen. Wer auch immer das ist. Ja, aber zusätzlich hatte ich irgendwie Bock, dieses Spiel mal zu Let's Playen, weil ich halt wusste, dass ich hier nie weitergekommen bin. Und jetzt bin ich ja schon ein ganzes Stück weitergekommen. Auch wenn ich hier jetzt wieder an der Stelle bin, wo ich weiß, so irgendwas ist hier total daneben. Ich habe ja das Gefühl, in dem anderen Palast verbirgt sich noch was. Also in dem anderen Wächter-Dings da. Aber ich gehe hier erstmal. Ich versuche das jetzt einfach nochmal. Ich gehe nochmal in den Eispalast. Wow. Und hier sehen wir mal, wie hoch der eigentlich springen kann. Das ist auf Augenhöhe hier und da springe ich einfach hoch. Mensch, haben wir einen Held. Also. Ja, haben wir einen Held. Was ist das denn? Ah, das ist hier Dings, der nach oben gewachsen ist. Ah, auf die Flächen sollte man nicht gehen, ne? So war das. Ansonsten... wird man automatisch von den Säulen nach oben getragen. Ja gut, das wollte ich jetzt nur mal am Exempel statuieren. Zeigen, was dann passiert. Ich heile mich mal wieder hoch und heile mich hier nochmal hoch. Gut, das war die falsche Taste. Habe ich aus Versehen Start gedrückt anstelle von Select beziehungsweise Z. Ja, du, ja, ihr, also meine Zuschauer, ich lese dann nochmal fix vor. Nein, ich lese das natürlich nicht nochmal fix vor, was hier steht. Aber ich werde dann nochmal fix in den Eiswächterpalast gehen. Vielleicht weiß ich ja jetzt, wie es weitergeht. Vielleicht habe ich ja jetzt eine Eingebung. Und ich glaube irgendwie nicht daran. Wir haben doch hier nichts übersehen. Nein, übersehen haben wir, glaube ich, wirklich nichts. Aber ich hoffe ja noch. Kann es doch nicht sein. Und hopp da. Einmal rüber. Und hopp da, einmal noch weiter rauf. Was bedeuten diese blauen Punkte? Nee. Hopp da.
Hier habe ich die komische Urne gefunden, die mich komplett geheilt hat. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier rüberspringe, die blauen Punkte bringen mir überhaupt nichts. Wenn ich hier reingehe, dann sterbe ich vermutlich. Hä, wie jetzt? Bin ich hier gerade... Ah. Ich habe Brücken gebaut, heißt das, oder was? Ich brauche hier gar nicht mehr springen. Ich kann ja einfach so rübergehen. Ist das ein Wahnsinn. Was uns aber nicht irgendwie die Frage abnimmt, wie es jetzt hier weitergeht. Schalter übersehen, oder was? Oder wie, oder was? Oder... Nee, nichts ist hier mit hier wild umher spawnen und dann... Und dann Leute töten und so. Ja, werd mal fertig. Danke. Gab's hier... Ich renne hier bestimmt zum 10.000. Mal jetzt gerade lang und versuche ein Geheimnis zu lösen. Welches es nicht zu lösen gibt. Oh, ein Schalter, den haben wir natürlich niemals übersehen. Da sind wir einfach immer... Ja, hier waren wir auch schon 5-mal. Genau, noch so Mutanten hier besiegt. Und da können wir nach unten fahren, wenn wir wollen. Wenn wir denn wollen. Haben wir irgendwas anderes hier noch drin erhalten? Ich muss mal kurz nachprüfen. Und zwar mit... Nein, mit der Karte wollte ich nach... Ja, mit der Karte kann man ja kaum nachprüfen. Ich habe irgendwie... Habe ich das Kettenhemd schon? Nein. Ja, irgendwo... Ah, das hatte ich Dings da. In dem anderen hatte ich das Kettenhemd. Ja. Also ich... Der Pfad ist blockiert. Und dieser Pfad... Ist blockiert. Schön. Ich glaube fest daran, dass uns hier Hinweise gegeben werden. Schön, dass ich die Hinweise nie gesehen habe oder die bisher nicht da waren. Hier sehen wir ein Schwert auf dem Boden, das uns zeigt, wir sollen hier bitte erstmal kämpfen. Hat es einen Grund, dass ich... Ach Mensch... Jetzt. Ja, das war aber auch schlecht, dass ich hier die Axt nicht aus... Falken. Falkenberg, Elster, ich glaub's ja auch. Ja, also wir sind doch ein bisschen vorangekommen. Da gibt's einen Weg, so wie es aussieht. Ich sammle hier erstmal das Mana ein. An der anderen Seite war ja auch ein Schwert. Beziehungsweise ein Pfeil, der uns gesagt hat, hier gibt es Quarzflaschen und Eismonster. Ja. Das ist ja das Schönste, was es in so einem Spiel geben kann. Sich verändernde Welten. Da habe ich ja persönlich ganz viel... Wow, ganz viel Respekt vor, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich muss einfach nur rüberrennen. Einfach nur. Ah, da ist also ein Schlüssel. Die Frage ist, wie komme ich an diesen Schlüssel heran? So, und jetzt bin ich mal am Überlegen. Ja, habe ich die Axt wieder abgewählt aus Versehen? Ja, wieder die Axt abgewählt. Man muss nämlich 2 Tasten drücken, um Item anzuwählen. So, also ich bin mir sicher, irgendwas muss man jetzt tun. Irgendeinen Schalter irgendwo umlegen wahrscheinlich.
Warum ist hier nichts? Damit man. Ja, also ich dachte eben, man kann die Feuermaske benutzen und dann wird hier irgendwas passieren. Das Problem ist, hier passiert nichts, wenn man die Feuermaske benutzt. Wo führt uns das Spiel denn hin? Also hier konnte man ja auch noch durchgehen. Na, wer sagt's denn? Na, Angst. Habe Angst, dass ich sterben muss. Oh, yeah. Oh, fucking yeah. Einmal rüber und wir sehen... Ach. Was ist das für einer? Oh, ich glaub's ja nicht, der Stahlschlüssel. In dem Eis... Was war das? Väterchen Frost, nu komm! Spinn mal nicht umher hier. Wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? Ah, ich kann ja überall hochspringen, ne? Das wissen wir ja alle. Alles ist möglich. Ja. Alles irgendwie versaut gerade. Wo bin ich? Nein. Okay, wir wissen ja jetzt, wo wir lang müssen. Quasi. Ich möchte mal erstmal. Achso, hier muss ich natürlich nicht lang. Aber. Ja, direkt ins Feuer gestellt. Nicht mit dem Feuer spielen, hieß es noch. Und da stelle ich mich direkt ins Feuer rein. Ne, da geht's zurück. Und hier geht's irgendwo hin hoch, genau. Mensch, das Spiel ist so schwer, aber nicht so schwer vom Spiel her, sondern weil die Grafiken, weil man so, auch mit der Steuerung, man sieht kaum was und heißt das, ich habe nur noch 3 Leben und dann habe ich verloren? Und ich habe hier schon wieder eine Pause zu machen, glaube ich. Oh, ich habe kaum noch Quarzfläschchen, um nicht zu sagen, ich habe gar keine Quarzfläschchen mehr. Und da wurde ich schon wieder disturbed, doch glatt. Ja, Start und weiter geht's. Ich bin so klug. Ich bin so klug. So, ich würde hier tatsächlich gerne wirklich mal... Ah, deswegen habe ich hier so viel, weil ich hier durchgerannt bin, ich Trottel. Ich würde tatsächlich gerne hier erstmal rausgehen. Um einfach das so ein bisschen zu speichern, also, ja, was heißt speichern, also so einen Startpunkt zu setzen, dass ich an dieser Stelle hier wieder rauskomme, wenn ich nochmal sterben sollte. Ich hoffe natürlich, ich sterbe nicht nochmal, weil das war echt Quatsch, was ich eben gemacht habe. Ich drücke mal eine beliebige Taste und werde mal sehen, dass ich überhaupt, was war das? Naja, ich renne hier nochmal rein und will jetzt eben durch... Eben dieses Portal. Und vorher aber mache ich Folgendes. Und zwar, ich speichere das Spiel. Habe Fehler gemacht. Mensch, das ist so kompliziert. Ich habe eben auf Escape gedrückt. Und wer auf Escape drückt, startet mit diesem Emulator aus Versehen. Was heißt aus Versehen? Auf jeden Fall den Vollbildmodus und ich möchte gerne Spieldateien. Spiel sichern. Bereite Speicherdaten vor. Bitte warten. Bitte warten. Bereite Speicher. Okay. Das ist also nicht. Obwohl. Was heißt denn hier nächstes Pack? 90 Seiten erforderlich. Wie geht denn das jetzt hier? Nein. Spieldateien. Spiel sichern. Bereite Speicherdaten vor. Bitte warten. Saving. Ich weiß nicht, was ich eben gemacht habe.